den festen Boden unter den Füßen gegen Wasser tauschen, diese herrliche Inselwelt gleichmäßig gleitend genießen, Kajakfahren in Grebbestad vor Schwedens Westküste. Gibt es irgendetwas Entspannenderes auf dieser Welt? An einem Sommertag wie diesem? Ingela und Markus haben mich mitgenommen. Sie verleihen hier Kajaks und bieten geführte Touren an. Nach 5 Minuten Übung ist es das pure Vergnügen. Gleich neben dem Kajakverleih liegt das alte Fischerboot von Peer. Er nimmt mich heute mit raus. Als Koch interessieren mich natürlich besonders die Zutaten, die unter der Meeresoberfläche verborgen sind. Peer tuckert mit Gästen auf Austernsafaris zu den Inseln. Und er kennt die besten Plätze für Seetang. Eine bei uns bislang kulinarisch sehr unterschätzte Pflanze. Hier wachsen viele Arten und die meisten davon sind echte Delikatessen. Natürlich besonders, wenn man sie frisch aus dem klaren Meerwasser holt. Die Natur am Bohuslän ist völlig intakt. Hier an der Westküste leben etwa 6000 unterschiedliche Arten. Einige davon, die hier in 200 Meter Tiefe sind, findest du im Atlantik erst in 2000 Meter. Sie haben sich angepasst. Wie bei Safaris in Afrika hält man auch hier Ausschau nach den Big Five der Tierwelt. Garnelen, Krebse, Muscheln, Hummer und Austern. Die holt Markus ganz bequem mit dem Kescher aus dem Wasser am Steg. Beste westschwedische Austern. Hier in Bohuslän wachsen sie im klaren, kalten Wasser langsam und schmecken deshalb so fantastisch. Für mich gehören sie zu den besten auf der Welt. Wo auch immer man sie genießt, ihr Geschmack erinnert an diese Küste.